Eine kleine Anmerkung zu dem Guiderway Smart LED Downlight. Ich habe mich gerade gefragt, was sind das hier für komische Schrauben? Das sind keine Schrauben, das ist einfach nur Kunststoff. Da kann man drehen, wie man will, da ist nichts. Also totaler Poppes. Was man hier im Endeffekt machen muss, das wird hier über diese Ratsche reingesteckt und befestigt und man muss das Ganze mit dem Schraubendreher versuchen, irgendwie hochzudrücken. Kann natürlich auch mal in die Hose gehen. So, jetzt habe ich das hier drin gesehen. Also für 230 Volt sind das so kleine Anschlussklemmen. Ja, kann man von halten, was man will. Also das nur am Rande finde ich ziemlich suboptimal und ein Hinweis, dass man das raushebeln muss, gibt es leider auch nicht. Ansonsten, ja, ein ziemlich großer Klopper. Dass hier so ein Trafo im Endeffekt mit dran ist, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht und gesehen bei der Bestellung. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Prügel. Jetzt mal gucken, wie er leuchtet, wenn man es angeschlossen kriegt. So, kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt mir entsprechende Kabel geholt. Das sind halt keine starren Kabel, sondern die haben jetzt hier ja, schon so eine Art Endhülse drauf. Also sind schon stabilisiert. Aber das Ding hier ist so klein und unschön gemacht. Also auch das ganze Terminal ist relativ locker. Die Teile halten nicht. Also man kann hier schlussendlich nur mit starren Kabeln oder mit starren Litzen halt irgendwo rein. Ansonsten funktioniert das nicht. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich persönlich werde das so jetzt nicht nutzen, dass macht von der Konstruktion her keinen wirklich vertrauenserweckenden Eindruck. Starre Litzen habe ich so jetzt auch nicht zur Hand und ja, also verstehe ich nicht, warum man da sowas gemacht hat. Hätte man auch einfach eine Listerklemme nehmen können, damit man das da festschrauben kann und man die Wahl hat. Finde ich sehr suboptimal und kann diese Konstruktionsmethode definitiv nicht empfehlen. Bin ich sehr unzufrieden mit.